So, unterwegs am Strand, wie versprochen, jetzt der erste Drohnentest. Dort steht sie. Dann werden wir mal gucken, ob wir sie zum Laufen kriegen. So, erster Flug ist geschafft. Ich habe allerdings für mich gemerkt, dass mir das doch alles noch etwas strange war. Ich bin noch nie mit so einem Ding geflogen und die Steuerung und so war etwas ungewohnt, hat an sich funktioniert. Dank der Lande da, wo ich gestartet bin, Funktion, ist es tatsächlich auch 1:1 da zurückgekommen. Das Ding war also doch schon so weit weg, dass ich es nachher schwer gesehen habe, aber dann ist es locker wieder zurückgekommen. Das klappte also. Aber dann war auch der Akku leer und ich wollte mich dann noch mal ein bisschen belesen. Also war ich auf der DJI-Seite. Und habe mir da noch ein paar von den Videos angeguckt, von den Tutorials für die einzelnen Funktionen. Und habe ich mal mit der Fernbedienung einzeln hingesetzt und so und ein bisschen ausprobiert und mich dann noch ein bisschen reingefuchst. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal fix los, bevor das dunkel ist und teste mal einen zweiten Anlauf. So, der Akku ist jetzt soweit fertig, dass ich losgehen kann. Deshalb nehmen wir mal das schöne Gerät und dann wechsle ich mal für euch gleich in die First-Person-View. Also, macht euch bereit zum Fliegen. 3, 2, 1. So, da bin ich wieder. Das Wetter war jetzt zwar ein bisschen diesig, aber ich habe im Endeffekt trotzdem viel Spaß gehabt und konnte so wenigstens eine ganz eigene Atmosphäre erzielen. Ich habe jetzt mal versucht, beim zweiten Anlauf in einem anderen Modi zu filmen, also im Log-Profile mit untersättigten Farben, damit ich Nachbearbeitung ein bisschen besser hinkriege. Ja, ansonsten gibt es da sehr viele Modi. Ich muss viel rumprobieren. Leider in 20 Minuten kann man nicht allzu viel probieren und wenn es dann auch noch so kalt draußen ist, dann hat man das Gefühl, der Akku ist doch recht schnell alle. Ja, ich muss aber sagen, im Sportmodus ist das Ding wirklich fix und ja, wie gesagt, gibt so vieles, die Fernbedienung, die hat so ein paar Special-Tasten, die man einstellen kann. Ich habe jetzt rausgekriegt, dass die Taste hier oben zum Gimbal bewegen ist, das habe ich die Zeit auch nicht gewusst. Ich habe es immer das Gimbal mit dem Swipe über dem Display bewegt, weil ich es auch noch nicht wusste. Das weiß ich jetzt, das macht es mir nächstes Mal also wieder einfacher. Dann habe ich mir noch die Spezialtasten belegt für spezielle Sachen, die ich da machen will. Also es gibt halt viel rauszufinden, viel zu tun, aber an sich, wenn man das alles ordentlich eingestellt hat, dann ist das doch sehr einfach damit. So, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet Spaß beim ersten Flugvideo. Demnächst gibt es vieles weiteres davon. Ich werde es hier und da mal mit einfließen lassen. Und ja, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt und drückt die Klingel, damit ihr dann auch benachrichtigt wird, wenn es was Neues gibt. Ansonsten schreibt mal doch in die Kommentare, was ihr von meinen ersten Flugkünsten so findet und verlinkt mir noch gerne eure Videos, dann gucke ich mir die auch gerne mal an. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ich würde sagen, dann sehen wir uns. Ciao, ciao.